weil man muss ja wissen, dass Putin dort der ganz böse, verrückte Diktator war. Und dann kommt da der Tucker Carlson und macht ein Interview mit einem Mann, der sehr überlegt, extrem ruhig und extrem wissend die Dinge halt vorbringt. Aber dass das ein verrückter Diktator ist, der sich ausbreiten will, dieser Eindruck kam so überhaupt nicht rüber. Und vor allen Dingen, was Putin gesagt hat, ist alles nachprüfbar und hat Hand und Fuß. Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und endlich sind wir wieder hier zusammen mit dem lieben Peter. Hallo Peter. Hallo Matthias, hallo liebe Zuschauer. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist. Wir haben gerade festgestellt, ne, ich hatte gerade zu dir gesagt, es kommt mir so lange vor und dann hast du mich darauf aufmerksam gemacht, dass tatsächlich 5 Wochen zwischen diesem und dem letzten Gespräch liegen und deswegen kam es mir halt länger vor, weil ich immer nicht so sehr auf Daten und sowas achte. Deswegen freue ich mich umso mehr. Es ist ja auch wirklich sehr, sehr viel passiert. Und also so viel auf so vielen Ebenen, das ist schon ganz schön, also es ist intensiv, ne? Ja, das kann man sagen und ich glaube, das war nur der Anfang. Da kommt noch viel mehr. Aber es ist genau richtig, ich habe auch mal geschaut, wann unser letztes Interview war, was danach alles passiert ist, allein im Bereich Russland, NATO, Deutschland. Und da kann man schon, könnte man schon mehr oder weniger fast ewig drüber reden, ja. Aber da gibt es natürlich auch genügend andere, die das ausführlich gemacht haben. Aber natürlich ein paar Dinge werden wir natürlich besprechen, weil es auch wichtig ist. Insbesondere, weil ich da auch einen gewissen Faden sehe, der da gesponnen wird. Und wir können auch schon mal auf die ersten Vorhersagen für dieses Jahr zurückblicken und stellen eigentlich fest, also ich habe festgestellt, bis jetzt sind wir im Plan in verschiedener Hinsicht, aber da kommen wir gleich dazu. Nicht? Also würde ich sagen, fangen wir mal an. Natürlich, eigentlich als wir unser letztes Interview geführt wurden, wurde ein anderes Interview auch geführt, das einen ziemlichen Wirbel verursacht hat, nämlich das zwischen Tucker Carlson und Wladimir Putin. Ja. Und dieses Interview ist natürlich auf der einen Seite ein Stoß gegen die offiziellen Narrative, insbesondere in den USA. Also da hat das natürlich richtig Probleme verursacht, weil man muss ja wissen, dass Putin dort der ganz böse, verrückte Diktator war. Das wurde immer erklärt, der den großen Krieg will und der überhaupt nicht auszurechnen ist, was hier auch versucht wird zu transportieren, aber hier haben die Leute das teilweise, glaube ich, ein bisschen anders schon verstanden, dass es nicht so ist. In den USA ist das nicht ganz so. Und dann kommt da der Tucker Carlson und macht ein Interview mit einem Mann, der sehr überlegt, extrem ruhig und extrem wissend die Dinge halt vorbringt. Da muss man nicht immer der Meinung sein von ihm, aber dass das ein verrückter Diktator ist, der sich ausbreiten will. Dieser Eindruck kam so überhaupt nicht rüber. Und vor allen Dingen, was Putin gesagt hat, ist alles nachprüfbar und hat Hand und Fuß. Und das ist das krasse Gegenteil von dem, was natürlich unsere Herrschaften hier von sich geben, weil da kommen ja eigentlich immer nur Aussagen, eben der ist verrückt und Russland will die Welt erobern und natürlich Europa und aber da kommen ja praktisch kaum Argumente hinten dran. Ja, und was natürlich ganz böse ist für die Herrschaften im Hintergrund, aber auch natürlich die Leute im Vordergrund in Medien und Politik, dass dieses Interview halt Zugriffszahlen erreicht hat, die Massenmedien selbst nicht mehr ansatzweise bekommen. Also es gibt schon welche, die sagen, es gab 1 Milliarde Zugriffe, wenn man alle Plattformen zusammennimmt. Ich denke, die 500 Millionen Abrufe sind aber sicherlich erreicht worden, während die Massenmedien ja auch gerade in den USA in völlig freien Fall sind. Das heißt aber nichts anderes, als dass die Herrschaften im Hintergrund die Hoheit über die öffentliche Meinung verloren haben. Ja, und das tut ihnen natürlich extrem weh. Und man hat ja dann auch gleich, und das ist meiner Ansicht nach fast sicher als Folge dieses Interviews zu sehen, den Herrn Nawalny meiner Ansicht nach umgebracht. Ja, weil das passt einfach so gut, man musste irgendwie versuchen, den Putin jetzt wieder böse darstellen zu können. Und da gab es halt den Nawalny, der aber eigentlich in einem russischen Knast saß und dann offiziell, und ich denke, das war wahrscheinlich auch so, an einem Blutgerinnsel gestorben ist, das sich plötzlich gelöst hat.
Und man muss ja wissen, dass der Herr Nawalny in Deutschland war, nachdem er ja angeblich vergiftet wurde von den Russen, da wieder geheilt wurde, aber hat er natürlich bestimmte Spritzen gekriegt. Und es ist natürlich heute überhaupt kein Problem, da im Zweifelsfall auch etwas zusätzlich reinzuspritzen, was im Zweifelsfall von außen ausgelöst den Tod verursachen kann. Ja, dass es ein Blutgerinnsel war, hat sehr zum Ärger der westlichen Medien sogar der ukrainische Geheimdienstchef bestätigt. Weil es hieß ja immer, der wurde von Putin umgebracht. Das war ja natürlich das offizielle Narrativ. Und das war in den westlichen Massenmedien natürlich sofort klar, bevor irgendwas untersucht wurde. Und natürlich genauso rein zufällig war genau zu dem Zeitpunkt die Münchner Sicherheitskonferenz und die trauernde Witwe, an Anführungsstrichen trauernde, weil die ja geschieden ist von Nawalny und auch schon länger offen einen neuen Partner hat. Die wurde dann mehr oder weniger da als Nachfolgerin intronisiert. Waren schon viele Zufälle. Das heißt, wenn man einen normalen Kriminalfall nehmen würde, Motiv und Nutzen liegt primär beim Westen, weil der Russland und Putin hatte gar nichts dazu, zumal Nawalny wohl eh ausgetauscht werden sollte, ziemlich bald, und dann wäre er für den Westen völlig nutzlos geworden. Ich hatte früher schon mal überlegt, dass man irgendwann das nochmal nutzen wird, so, weil der Nawalny ist natürlich vom Westen gesteuert. Also mir haben Russen zumindest gesagt, die ich kenne, in Russland ist der Nawalny gar nicht so bekannt. Hier im Westen ist er ja der ganz große Oppositionelle, ja. Und das Spannende ist aus meiner Sicht, was ja gesagt wurde, dieser plötzliche Tod ist ja passiert, als er nicht im Gebäude war, sondern irgendwie draußen einen Rundgang hatte mit den anderen Gefangenen. Und da ist er natürlich sehr gut erreichbar für Satelliten, um es mal so zu sagen. Also das ist eine Möglichkeit, wie es geht. Aber natürlich, es ist sehr offensichtlich, man versuchte da etwas dagegen zu setzen, was auch ganz übel war. Dass Tucker Carlson, weil in den USA, muss man wissen, wird ja gesagt, ja in Russland, da gibt es nichts in den Kaufhäusern, alles ist teuer und die Menschen leiden, also ganz schlimm. Man tut immer so, als wäre das noch die alte Sowjetunion. Und der Tucker Carlson ist halt dann auch in einem anderen Video in einen Moskauer Supermarkt gegangen und hat den Amis mal gezeigt, was es da alles gibt und vor allen Dingen, dass das umgerechnet deutlich billiger ist als in den USA. Und damit werden natürlich Narrative zerstört, die, und das können sie nicht aufhalten. Ja, und das ist natürlich das Problem, dass sie, Entschuldigung, die öffentliche Meinung verlieren. Wenn man geschaut hat, das wurde ja auf dem World Economic Forum eigentlich schon angekündigt, da haben wir ja drüber gesprochen, dass unter anderem die Ursula von der Leyen, aber auch andere, ja ganz klar gesagt haben, das Schlimmste, das Gefährlichste noch vor Terrorismus wäre die Fehlinformation. Nicht? Und das ist für sie natürlich genauso auch richtig, weil ohne die öffentliche Meinung können sie ihre Sachen nicht durchbringen. Und deswegen ist das natürlich eine absolute Katastrophe und sie konnten es nicht verhindern, obwohl sie momentan alles versuchen, da kommen wir gleich noch dazu, diese Fehlinformationen, wie Sie es nennen, im Endeffekt sind es alles alternative Meinungen oder auch Fakten, echte Fakten, die Ihre Narrative zerstören. Die wollen Sie natürlich unterbinden, nicht? Was man halt auch sagen muss, ist, dass es schon, also das gab es ja eigentlich noch nie, also dass eine Privatperson, also wie Tucker Carlson, also so eine unglaubliche Zugriffsrate hat, ne? Also der hat ja wirklich... Also Milliarden Aufrufe mit seinem relativ neu gegründeten Informationskanal. Und das in der Form, also dass wirklich eine Privatperson also deutlich mehr gesehen und gehört wird als staatliche oder auch unternehmensfinanzierte Medien, das gab es ja noch nie. Also zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass wir sowas schon mal hatten. Ne? Nein, ja, das gab ja auch durch das Internet, ist ja diese Möglichkeit überhaupt erst entstanden. Aber der Hauptpunkt ist natürlich, und das ist in den USA wohl deutlich weiter fortgeschritten als hier, eben, dass die in klassischen Massenmedien kaum noch einer schaut. Also CNN guckt sich fast keiner mehr an. Aber man sieht es ja auch, selbst die erfolgreichen Sendungen von Tucker Carlson, damals noch bei Fox News,
hatten so mal 9 Millionen Zuschauer, was für die Amerikaner schon eine große Sehbeteiligung ist, ja. Aber das ist natürlich nichts gegenüber jetzt gar nicht nur das Putin-Interview. Das Interview mit Trump hatte über 260 Millionen Abrufe und weil die Menschen natürlich dort, also das sind sie auch nicht anders gewohnt durch die Meinungsfreiheit, die da gilt, auch ganz klar sagen, ich will alles hören, ja. Und dann gibt's natürlich noch andere große Plattformen wie Breitbart oder Alex Jones, Infowars, die unglaublich große Abrufzahlen haben. Da sind wir hier noch lange nicht so weit in Europa und in Deutschland, aber es geht auch in die Richtung. Und das ist natürlich das, was die gesamte Agenda komplett ins Schlingern bringt. Und meiner Ansicht nach auch genau das wird, deswegen werden sie scheitern, weil sie einfach den Durchgriff nicht mehr haben. Und dann wird aber auch klar, warum man jetzt verzweifelt versucht, irgendwie die freie Meinungsäußerung in westlichen Staaten zu zerstören. Und da sind ja jetzt auch in den letzten Wochen Dinge passiert, die völlig unglaublich sind. Wobei das genauso, und ich glaube, wir haben das auch besprochen, in den Vorhersagen gesagt wurde, dass das im ersten Quartal passieren wird, dass die Staaten, vor allen Dingen die westlichen Staaten, nochmal richtig um sich schlagen werden. Und wenn man momentan schaut, also es geht mit der EU los, die mit ihrem Digital Service Act ja eben auch explizit, also die Regulierung der großen Provider, was sie zensieren müssen, explizit eine Art Wahrheitsministerium etabliert haben. Das ist ein demokratisch nicht legitimierter EU-Kommissar, der bestimmt, was richtig und was falsch ist. Ja, da geht es natürlich primär darum, was wir hier in Deutschland schon hatten, durch das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was die großen Provider, aber je nachdem, wie sie sind, auch ganz freiwillig machen, haben wir alle schon mitbekommen, dass einfach Beiträge rausgelöscht werden, dass man Strikes kriegt, wenn man in einem bestimmten Themenbereich einfach das Falsche sagt. Da war ein Themenbereich ganz stark natürlich in den letzten Jahren vertreten, aber das weitet sich immer mehr aus und das soll es auch, dass sozusagen die Menschen, die eine alternative Meinung haben, keine Plattform mehr kriegen, weil die großen Provider zensieren natürlich. Bei Twitter müssen wir mal schauen. Twitter wird ja zum Beispiel Telegram Frankreich haben sie ja zumindest sehr, sehr viele russische Kanäle schon weggelöscht. Ne? Mhm. Sie haben ja auch die Zensur zum Beispiel bei Russia Today, ne? Also die man ja gar nicht mehr, wir können das ja gar nicht mehr anschauen, weil man es einfach nicht mehr sehen kann. Also da sind die schon sehr, sehr aktiv. Natürlich. Und auch bei Twitter wird ja momentan, oder X, wie es jetzt ja heißt, wird ja extrem versucht, das hat die EU ja auch ganz klar angekündigt, klar, Telegram, X, also überall, wo eben die unerwünschten Meinungen großflächig erscheinen können, versucht man momentan alles, das zu unterbinden. Ja, aber das ist ja noch nicht alles. Und das Heftige an der Sache ist, dass man jetzt ja mit Gesetzen in diversen Ländern versucht, die Menschen selbst für ihre Meinungsäußerung in den Knast zu bringen. Und das ist überhaupt nicht übertrieben. Ja, also in Deutschland sind wir da noch ein Stückchen vor, ich komme aber gleich mal zu Deutschland, aber die Aussagen von Innenministerin Faeser und auch Familienministerin Gauß, ja, was sie alles machen wollen. Und natürlich sind das immer nur, also früher war es Hassrede, jetzt kommen aber auch solche Begriffe wie Verhöhnung des Staates. Was ist denn das? Wenn ich sage, die Regierung macht eine schlechte Arbeit, ist das schon eine Verhöhnung? Das sind Gummiparagraphen, ja, komplette Gummiparagraphen. Aber auch die Frau Gauß hat von vornherein gesagt, es geht auch wirklich um Äußerungen, die strafrechtlich noch nicht relevant sind. Ja, also im Endeffekt ist das die totale, der Zusammenbruch der Meinungsfreiheit, was sie ganz offen fordern. Das bündelt sich in einem sogenannten Demokratiefördergesetz, was auch wieder Orwell, also Orwell ist momentan, wird eigentlich übertroffen, aber hat es erstaunlich gut vorhergenommen, ist Neusprech. Das kann man mittlerweile häufig feststellen, wenn irgendwas, also Demokratieförder ist eigentlich Demokratiezerstörung. Ja. Hier haben wir momentan noch das Thema oder das Glück, aber ich habe die Befürchtung, dass demnächst einiges passieren würde. Wir kommen dann nochmal beim Ausblick darauf, dass das sich ändern wird. Momentan treibt sich die FDP noch, deswegen geht dieses Gesetz nicht durch im Bundestag. Ja.
Aber in anderen Ländern ist das passiert, zum Beispiel in Frankreich. Da hat der Herr Macron, das sollte aber ursprünglich in dem Antrag auch gar nicht drin sein, hat es mit einem Trick durchs Parlament gebracht. Da kannst du wirklich jetzt, wenn du was gegen eine, wie heißt das so schön, etablierte gesundheitliche Maßnahme bist, also zum Beispiel gegen eine bestimmte Spritze und dagegen was sagst, kannst du bis zu 3 Jahre ins Gefängnis kommen. Das ist durchs Parlament durchgegangen. Ja, sind auch hohe Geldstrafen, es muss nicht gleich jeder in den Knast kommen, aber es ist natürlich ein Riesenabschreckungsszenario, was da aufgebaut wird. Ging natürlich primär gegen irgendwelche Ärzte, die kritisch waren und im Internet was gesagt haben, aber im Endeffekt ist jeder betroffen, der auch nur sich kritisch zu irgendeiner Regierungsmaßnahme bei einer neuen Pandemie oder eben zu irgendwelchen Behandlungen äußert. Ja, ich glaube zwar nicht, dass das in Frankreich, also dass die Vorhersagen für Frankreich sind nicht gut. Ich glaube, die Franzosen werden sich das nicht gefallen lassen, ja, weil vorher schon klar war, dass der Großteil der Franzosen das nicht will. Deswegen wollte das Parlament auch gar nicht zustimmen, hat es mit einem Trick dann durchgekriegt. Aber solche Aktionen sind natürlich nicht unbedingt hilfreich. Und noch härter ist, was momentan der kanadische Premierminister Trudeau so alles machen will. Dort sind die Gesetze, soweit ich weiß, noch nicht durch. Aber wenn du das liest, dann fällt dir ja wirklich überhaupt nichts mehr ein. Also da geht dasselbe, wie erstmal der Macron für medizinische Sachen vorhat. In Kanada geht es um Klimaschutz. Und wenn jemand zu sehr das Öl schön redet oder so, auch da härteste Strafen. Ja, bis dahin, dass er wirklich Anträge vorbereitet, dass du für bestimmte Aussagen, wo es dann natürlich heißt, ja, wenn man den Genozid verherrlichen würde, aber was ist denn das? Das kann je nach Definition schon sein, wenn du sagst, verhandel mal mit Putin, ja, lebenslang in Haft kommen, ja. Also solche Dinge werden in Kanada vorbereitet. Sie sind noch nicht durchs Parlament durch, das heißt, sie sind noch nicht gültig. Aber diese ganzen Geschichten, und das siehst du in anderen westlichen Ländern mal mehr oder mal weniger auch, wie gesagt, in der EU, das ist im Endeffekt genau das, was im WEF gesagt wurde. Das ist das Gefährlichste überhaupt. Das klingt jetzt natürlich erstmal alles sehr schrecklich. Aber wie gesagt, es ist auch vorhergesagt worden, dass das passiert. Ob das alles noch verabschiedet wird, ist eine andere Frage. Aber es ist natürlich nicht ein Zeichen von Macht und Stärke, sondern ist ein Zeichen von Panik, was da gerade passiert. Genau, ja? Sie gehen auf jeden Fall in diktatorische Verhältnisse, also ganz offen. Ne? Und auch, was ja auch wirklich erschreckend ist, ist diese unsägliche Kriegstreiberei. Ne? Also, dass die, also ich meine, stell dir mal vor, ein deutscher Politiker hätte im Kalten Krieg solche Äußerungen, der wäre ja sofort, hätte sofort zurücktreten müssen. Und jetzt ist das normal. Es ist normal, praktisch, es ist ja sogar, ne, ich meine, alleine wenn der Papst irgendwie zu Friedensverhandlungen aufruft, dann wird er noch angegriffen dafür, ne, also von den deutschen Medien zum Beispiel. Also jeder, der sich in irgendeiner Weise so äußert, dass man doch eher in Richtung Frieden sich bewegen sollte, wird angegriffen. Ne? Also das ist schon. Also mit welcher Unerschrockenheit die sich outen, ne, und ihr wahres Gesicht zeigen, das kann man eigentlich gar nicht glauben, was da gerade passiert. Ja, aber da scheint auch eine Art Panik zu herrschen. Also die Panik hatte man ja schon vor einem Jahr von der Frau Baerbock und anderen hören können, die immer die beschworen haben, die Ukraine muss gewinnen. Sie haben zwar nicht gesagt, was passiert, wenn die Ukraine nicht gewinnt, aber es ist ganz offensichtlich, dass das einfach, sagen wir mal, die Niederlage der Ukraine und damit natürlich des Westens, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ja, weil die Ukraine alleine macht fast gar nichts. Ja, das hat irgendwie katastrophale Folgen offensichtlich für diese Menschen. Das ist schon spannend und das kann nicht damit zusammenhängen, dass Putin im Endeffekt dann einen Teil der Ostukraine besetzt hat. Das ist eher für BlackRock doof, weil ein Drittel der Ukraine gehört mittlerweile BlackRock, also ganz großen westlichen Investoren. Ja, und auch spannend. Ja, also die Ukraine ist eigentlich schon den Ukrainern größtenteils entzogen worden. Es sind ja auch nicht mehr so viele da. Ja, daran sieht man auch schon, dass vieles
überhaupt nichts mit der Ukraine und schon gar nicht den Menschen dort zu tun hat. Das ist Mittel zum Zweck. Genauso unsere ganzen Milliarden, die wir dahin zahlen, die gehen ja nicht an die Ukraine, die gehen direkt an die US-Waffenfirmen und andere große Firmen, die Waffen herstellen, ein Teil auch in Deutschland. Die Ukrainer sehen da nicht viel von. Im Gegenteil, die müssten dafür eben, und das ist spannend, das wusste ich auch nicht, einen Großteil ihres Landes sozusagen verpfänden, dass sie überhaupt diese Hilfe kriegen. Mhm. Nicht? Und aber das scheint jetzt, und das deutet sich an, dem Ende zuzugehen. Also der Egon Fischer hatte ja Anfang des Jahres die Botschaft bekommen, dass im Bereich zwischen Januar und Februar im Hinten die Verhandlungen laufen, wie die Ukraine aufgeteilt wird. Das müsste jetzt vorbei sein. Und wenn man momentan beim Russen dann so ein bisschen schaut und ein bisschen zwischen den Zeilen liest, kommt das auch bei Putin und so weiter durch. Der Plan wird so ein bisschen durchgestochen. Ja, aber da waren die anderen auch am Tisch. Nicht? Und das ist natürlich die Hoffnung, dass dieser Krieg demnächst dann auch enden wird. Ja, was aber ein paar Leute wohl gar nicht wollen. Ne? Und natürlich versuchen die jetzt irgendwie noch mit allen Mitteln, und ganz besonders scheint da Deutschland im Fokus zu sein, natürlich am Ende den Krieg zwischen Russland und NATO anzutreiben. Und mittlerweile ist ja offiziell auch der polnische, also die ganze Zeit, der Macron hat es gefordert, der Scholz hat sich verplappert, dann haben wir ja noch dieses unsäglich abgehörte Interview, was meiner Ansicht nach auch nicht so ist, wie man uns das erzählt. Ich denke, das könnte, es ist eine Möglichkeit, dass da jemand das ganz gezielt haben wollte, um eben diese Taurus-Lieferung erstmal zu verhindern, weil die könnten halt wirklich eine rote Linie überschreiten, weil nämlich ganz einfach damit im Zweifelsfall wirklich der Kreml getroffen werden kann. Ja. Sie versuchen es ja immer noch. Ne? Also ja, sie versuchen es noch. Und diese Taurus-Lieferung durchzubekommen. Ja, aber mittlerweile kommt halt, und das ist ja auch, was gesagt wurde, Aufdeckung. Also erst wurde es so, die Russen wissen das schon lange, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber in alternativen Bereichen war es auch klar, aber jetzt wird es ganz offiziell, dass schon länger in der Ukraine offiziell NATO-Truppen unterwegs sind. Weil auch mittlerweile klar ist, dass auch die Storm-Shadow-Raketen, also die französischen und die britischen, eigentlich nicht von der Ukraine alleine betrieben werden können. Da braucht es Daten, die von den Ursprungsländern kommen, und da braucht es Personal, und das ist auch da. Und jetzt am Schluss, ganz aktuell, der polnische Außenminister Sikorski hat das jetzt auf einer Veranstaltung auch ganz offiziell zugegeben und den Leuten gedankt, die da vor Ort im Einsatz sind. Also da, sagen wir mal, die Sache ist raus, dass mittlerweile die NATO schon mit regulären Truppen, natürlich nicht mit großen Kampfverbänden, aber auch nicht nur um Minen zu räumen, wie das der Herr Macron so schön gesagt hat, sondern bei aktiven Angriffen mit dabei ist. Ja? Damit haben Sie ja eigentlich schon eine rote Linie überschritten. Die haben jegliche roten Linien überschritten. Nicht? Und aber natürlich, wenn ein Marschflugkörper deutscher Produktion in Moskau einschlägt, das ist dann auch was, wo Russland in ein bisschen Hinsicht reagieren muss. Ja? Es gibt aber interessanterweise, wir hatten ja gestern, wir haben heute den 12., wo wir das Interview aufnehmen, gestern am 11., ich habe aber noch nichts gelesen, wollte die Duma eigentlich eine Reaktion zeigen auf dieses geleakte Interview. Russland hatte der deutschen Bundesregierung ja eine deutliche Ansage gemacht, dass sie bis zum 11. sich bitte äußern sollen. Also es wurde ja zugegeben mittlerweile vom Herrn Pistorius, dass dieses Interview echt ist. Aber es geht hier in unseren Berichterstattungen nur darum, wie das eigentlich passieren konnte, dass das geleakt wurde. Der Inhalt, wo ja ganz explizit diskutiert wird, wie man mit diesen Taurus-Marschflugkörpern die Krimbrücke zerstören kann und wie man Deutschland, das da mithelfen muss, aber irgendwie raushalten kann, dass es Russland nicht merkt. Ne? Das ist überhaupt kein Thema. Es ist natürlich ganz klar ein Verstoß gegen unser Grundgesetz. Vorbereitung eines Angriffskriegs. Nichts anderes ist es. Es gibt Klagen dagegen, aber die werden vermutlich natürlich nicht viel bringen, weil unsere Justiz in großen Teilen, nicht immer, aber in großen Teilen natürlich politisch hörig ist. Das ist alles schon passiert. Vielleicht passiert was. Ich habe momentan ein bisschen den Verdacht, und da kommen wir mal so, da ist mir jemand, also wir haben momentan
Ich habe ja gerade gesagt, das Demokratiefördergesetz wird von der FDP verhindert. Das wollen die Menschen hier nicht. Und was die Menschen ja auch hier nicht wollen, ist diese Tauruslieferung. Also auch wenn es diese großen Kriegstreiber gerade in den Massenmedien gibt, ich meine, die Krönung war ja vom ZDF Kindersendung, wo sie da sprechende Marschflugkörper animiert haben, die rumgeweint haben, warum der Scholz sie nicht endlich nach Russland fliegen lässt. Im übertragenen Sinne, also unglaublich, diese Kriegspropagandasendung für kleinste Kinder, das ist völlig unglaublich. Ja? Ja. Aber das folgt natürlich vielen anderen Sendungen, auch sogenannten Kabarettisten, die dann teilweise da wirklich fordern, dass Russland angegriffen werden soll. Oder auch diverse Politiker wie der Kiesewetter. Ja, also man fragt sich wirklich, was das soll. Aber genau, was man sich ja wirklich mal klar machen muss, ne, es sind ja Atomraketen auf den Westen gerichtet. Und das, was die im Prinzip öffentlich propagieren, das ist ja ein Genozid. Ne? Ja, natürlich. Wenn die Atomraketen von beiden Seiten abgeschossen werden, dann ist es ja sowieso vorbei. Ja. Und das dürfen die öffentlich so sagen und alle Medien unterstützen das noch. Das alleine, das ist schon ein Riesenverbrechen. Genau. Und jeder Fried, also ich sehe die Frage, wo ist eigentlich die Friedensbewegung? Ich kann mich noch erinnern, früher in den 80ern, da gab es eine Friedensbewegung, da haben sich über 300.000 Menschen zusammengetan und haben gegen den NATO-Doppelbeschluss protestiert. Und als die Amerikaner den Irak das erste Mal angegriffen haben, gab es ja Riesengeschichten. Aber es gibt tatsächlich, es gab jetzt auch eine Demonstration und da wurde der Hauptredner, wie hieß er noch, der eigentlich ist ja egal, der wurde erstmal festgenommen, er konnte dann doch reden, aber da wird härtest gegen vorgegangen. Ja, also es gibt sie schon, aber die große Friedensbewegung, vor allen Dingen die früher alle da drin waren, die natürlich primär links waren damals, die sind momentan völlig weg, beziehungsweise teilweise eben auch auf einmal für Waffenlieferungen, für den Krieg gegen Russland. Das ist völlig unglaublich, aber das sind keine echten Linken mehr. Das hat sich ja auch, dieses Links-Rechts passt eh nicht mehr gut, weil die alten Linken, die ich auch noch kenne, auch die alten Grünen, die hatten ja wirklich noch ganz andere Werte und waren wirklich gegen Krieg und waren auch wirklich dafür, dass Menschen, denen es nicht so gut geht, dass es denen besser geht. Ja, das ist ja alles völlig weg. Es gibt ja nur noch bestimmte Dinge wie Klimaschutz und jetzt eben ist Russland, da ist ja auch interessanterweise der Klimaschutz ja völlig nebensächlich. Ne? Weil also, allein... Wenn man überlegt, ne? Die Produktion dieser Rüstungswaffen, ne, die zerstört, Produktion, aber auch ne, die angerichtet wird, wenn die irgendwo explodieren und abgefeuert werden. Und ich meine, letztendlich ist ja jeder Aufruf für eine Waffenlieferung ist ja ein Aufruf zum Mord. Das muss man ja einfach auch mal so ganz klar sagen. Und das wird ja auch alles nur nett geframed, ne, aber diese ganz logischen Zusammenhänge, die darfst du ja kaum aussprechen. Genau. Aber das spitzt sich jetzt alles zu und mein Verdacht ist eben, um da mal weiterzugehen, also momentan stoppt die FDP noch dieses Demokratiefördergesetz und der Kanzler hat ja gesagt, und das glaube ich ihm auch, wobei er schon häufig umgefallen ist, aber auch gerade nach diesem Interview, es wird keine Tauruslieferung geben. Es kann aber trotzdem eine geben, wenn folgendes Szenario eintritt. Also die CDU will ja schon wieder einen Antrag, also der Bundestag hatte das ja auch schon abgelehnt, die CDU will wieder einen Antrag reinstellen. Vielleicht ist es auch schon passiert, wenn das Interview kommt. Und die FDP hört man jetzt unter anderem von dem Herrn Kubicki, der ja sonst eigentlich immer ganz vernünftig war, dass eventuell die FDP überlegt, diesmal dafür zu stimmen, also aus der Koalition auszuscheren. Und dann kann auf einmal der Bundestag eine Mehrheit haben für diese Tauruslieferung. Das würde dann natürlich zwangsläufig die Koalition zerbrechen. Ja, aber was passiert dann? Dann wird es zumindest, bis es Neuwahlen gibt, wahrscheinlich entweder eine offizielle Koalition oder eine Duldungsregierung, irgendwie CDU-Grüne oder CDU-SPD geben. Und die sind alle für das Demokratiefördergesetz. Und dann hätte das auf einmal eine Mehrheit im Bundestag und dann käme das auch. Dann wären also die zwei Sachen, gegen die die Deutschen eigentlich sind, nämlich Waffenlieferungen und Demokratiefördergesetz, würden dann irgendwie durchgebracht werden. Ja? Und das ist natürlich ein Szenario, was ich hoffe,
was ein Mögliches ist. Und wenn ich dann ganz aktuell vom Egon Fischer lese in seinem neuesten Beitrag, dass es in den nächsten Monaten in der Politik in Deutschland durchaus rund gehen könnte, dann, ja, also dann könnte ich mir das vorstellen. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir bei den Vorhersagen diesbezüglich schon mal sind, um auch ein bisschen, sagen wir mal, den Angstlevel da rauszunehmen. Also bisher waren die Vorhersagen sehr gut für dieses Jahr, aber die Vorhersagen bleiben dabei, nicht nur von Egon, auch von anderen, dass mit ein bisschen Glück schon im Bereich Frühjahr, also Mai, für unsere, sagen wir mal, für die alternativen Meinungen, für die Menschen, für die Dissidenten kann man fast schon sagen, wir sind Dissidenten, wie das früher im Ostblock auch so war. Wir haben ein Problem mit der Art und Weise, wie momentan das System vorgeht, logischerweise, weil mit Demokratie und Rechtsstaat hat das immer weniger zu tun, dass es für die schon wieder etwas einfacher, leichter werden wird. Aber definitiv Schluss mit lustig für die Herrschenden ist wohl dann irgendwann im Herbst. Wir haben das ja ansatzweise schon gesehen mit den Bauernprotesten, die übrigens weitergehen in fast ganz Europa und teilweise auch heftig. Hörst du natürlich nichts darüber, ja? Aber das Ganze, und so war das ja auch vorhergesagt, das wird erstmal auch hier in Deutschland, sind ja eben nicht nur die Bauern, es haben sich ja da ganz andere Bereiche wie Mittelständler und so weiter angeschlossen. Und das ist momentan wieder etwas ruhiger geworden, vor allen Dingen in den Medien, aber das wird noch mit Macht zurückkommen. Das wird im Herbst wohl so sein, aber zwischendrin wird wohl ganz, ganz viel aufgedeckt werden oder klar werden. Solche Geschichten wie dieses Interview, wo jetzt einfach klar ist, was ja vorher immer auch behauptet wurde, das stimmt doch gar nicht, dass wir angreifen wollen. Und dieses wurde jetzt ganz klar ad absurdum geführt. Und es werden immer mehr Sachen hochpoppen, wo ganz klar ist, dass man uns belogen hat, dass man eine ganz andere Agenda hat. Da reden wir noch nicht von den ganz tiefen Agenten von WEF und so weiter. Aber zumindest, dass die Regierung nicht das Beste für uns wollen, das werden sehr, sehr viele Menschen in westlichen Staaten und insbesondere in Deutschland in den nächsten Monaten endlich verstehen. Und dann werden die teilweise sehr unamüsiert reagieren, um es mal so zu sagen. Und das kann dann natürlich auch dazu führen, dass der Druck auf die Dissidenten nachlässt, weil es einfach zu viele werden, die dann im Endeffekt in Schach gehalten werden müssen. Ja. Wie siehst du das eigentlich mit diesen, soweit ich weiß, sind jetzt diese 60 Milliarden Rüstungshilfe in Anführungsstrichen im amerikanischen Kongress durch, ne? Das heißt also da fließen, weil das war ja, das widerspricht ja so ein bisschen diesen Aussagen, die wir ja auch in, ne, was weiß ich, vor einigen Monaten hatten, dass also diese Rüstungshilfe in Anführungsstrichen eben nicht mehr nach Ukraine geht, aber das hat sich ja bisher nicht bewahrheitet, ne? Also, es ist aber, glaube ich, vom Senat noch nicht durch. Also ich habe jetzt nichts gelesen, dass es komplett durch wäre. Aber sei es drum, ich denke, das Ganze wird sich demnächst, also man versucht jetzt offensichtlich mit allen Mitteln, also wenn man sich das anschaut, was hier gerade passiert, auch mit Truppenbewegungen, ja, und in Polen breitet man sich ganz explizit, das wurde auch so gesagt von Politikern, auf den Konflikt mit Russland vor. Da gibt es schon Verbote, Fotos zu machen von bestimmten Einrichtungen im Osten und Militärbewegungen, weil das ist ja eigentlich nur ein Manöver, aber auch dieses Manöver, Steadfast Defender 24, wo über 90.000 Soldaten involviert sind. Das Steadfast, das ist ein Manöver, was alle 3 Jahre immer stattfindet, aber noch nie mit so vielen Soldaten. Das ist natürlich alles in der Nähe der russischen Grenze. Und da ist das GPS gestört in großen Teilen Ostpolens. Das sind eher die Russen, denke ich mal. Aber auch der Luftraum ist eingeschränkt. Also da sind unglaublich viele Dinge gerade am Laufen. Die ganz, also wenn man jetzt erstmal auf der untersten Ebene bleibt und einfach nur mit einem militärisch geschulten Blick dahin schaut, und es gibt ja auch Leute, die das machen. Wir haben ja den Mark Riemke, die Lage machen und so weiter. Da wird ja viel, der hat ja unglaublich viel Ahnung, aber auch viele andere, die interessanterweise auch pensionierte Bundeswehrgeneräle, die sagen ja teilweise auch ganz deutlichen Klartext. Ja, die werden natürlich in den Medien nicht mehr gebracht. Aber das sind natürlich Fachleute, die sagen, Leute, was hier passiert, das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber Polen muss auch aufpassen, glaube ich. Also ich sage nicht, dass es nicht den einen oder anderen Schlagabtausch zwischen NATO und Russland noch geben wird. Was nicht passieren wird, und da bleiben die Vorhersagen so, ist der große Dritte Weltkrieg.
den wird es so nicht geben und schon gar nicht hier im deutschsprachigen Raum. Ja? Was aber auch nicht heißt, dass vielleicht die eine oder andere Rakete, keine Atomrakete, aber vielleicht die eine oder andere Kindschall doch mal irgendwo in Deutschland einschlägt an einem ganz bestimmten Ort. Sicherlich nicht irgendwo im Zentrum, wo viele Menschen wohnen, sondern da, um mal zu zeigen. Das würde ich auch nicht ausschließen, aber es muss auch nicht sein. Weil grundsätzlich, und das ist meiner Ansicht nach, das ist das, was wir auf der direkten Ebene momentan sehen. Also wenn man die direkte Ebene sehen, muss man davon ausgehen, dass wir in den nächsten Wochen den Dritten Weltkrieg haben. Muss man so hart sagen. Von den Äußerungen her, von den Truppenbewegungen her, von allem, was passiert. Ja, aber es ist mittlerweile auch relativ klar, dass es schon auf der Ebene dahinter, also sprich Hintergrundeliten, da gibt es ja die gut besseren, ich sage nicht gut und böse, sondern die besseren und die schlechteren, die sind sich A nicht mehr einig und zum anderen, da läuft ein Teil auch hier als Show ab. Das ist teilweise gestaged oder was wir hier erleben, das ist nicht alles, entwickelt sich so und wie das ja momentan fast so aussieht, ja, und dahinter steckt eben bei einigen sehr Mächtigen definitiv nicht der Plan, den Dritten Weltkrieg auszulösen. Aber wenn man die Menschen, die wir so sehen, und wie gesagt, die Menschen sollen ja demnächst sauer werden und aufwachen, in großer Zahl, ja, wenn ich momentan viele sehe, braucht es da aber auch noch ein bisschen was mehr, weil momentan sind immer noch zu viele in dem Bereich der Ignoranz vor allen Dingen. Es gibt sicherlich einige, die dieser Kriegspropaganda nachgehen und auch den Russen wieder einen auf den Deckel hauen, aber das sind wollen, aber das sind, glaube ich, nicht so viele. Ja, und es gibt welche, die richtig dagegen sind, aber es gibt auch viele, die es einfach ignorieren. Die wollen einfach von der ganzen Entwicklung nichts wissen. Ja, ich will doch bloß meine Ruhe haben. Genau wie vor 3 Jahren. Ja? Ich will doch nur meine Ruhe haben. Ich will in Urlaub fahren, ich will das und das machen. Ja? Und ich glaube, dieser Zahn wird dieses Jahr endgültig gezogen werden. Und dazu muss scheinbar auch einiges passieren. Zumindest soweit, nicht unbedingt in physikalischer Form, aber so, dass die Menschen erkennen, dass die alte Welt einfach nicht mehr läuft. Ja? Das mag einer der Gründe sein, warum das alles passiert. Ich bin aber auch nicht der Ansicht, wie das natürlich andere sagen, es ist alles geplant und es ist alles nur eine Show und macht euch keine Sorgen, lehnt euch zurück. So ist es dann halt auch nicht. Dazu ist meiner Ansicht nach sind die Kräfte im Hintergrund mittlerweile zu uneinheitlich. Die böse Seite, die dunkle Seite ist sich nicht mehr einheitlich. Die haben verschiedene Agenden. Ja. Woran machst du das fest? Ja, zum Beispiel an solchen Geschichten wie eben diesem Leak von diesem Interview. Ach so. Ja, ja. Dass Sachen rauskommen, die offensichtlich erstmal einer anderen Gruppe in die Parade fahren. Ja. Na, und es gab auch interessanterweise, um auf dieses Interview von Putin zurückzukommen, gab es auch sehr interessante Botschaften da drin. Da kommen wir dann wieder auf dieses ganze Q-Thema, aber das waren keine Zufälle. Wenn man dieses Interview sich angeschaut hat, auf der Seite von Tucker Carlson. Ja? Dann kam, als das Interview wirklich losging, also als Putin und Tucker Carlson eingeblendet wurden, hat Putin bei Sekunde 17 seine Armbanduhr abgenommen und auf den Tisch gelegt. Aber nicht so, dass er sie sehen kann. Das war eine symbolische Aktion. Bei Sekunde 17, das hat natürlich Putin, das wurde durch den Schnitt dann später so gemacht, dass das Sekunde 17 war. Aber Putin wusste und hat das meiner Ansicht nach, das war ein deutliches Symbol, weil warum nimmt er die Uhr ab am Anfang des Interviews? Ja, und legt die demonstrativ auf den Tisch. Ja, das war ein Zeichen. Im Zweifelsfall, die Zeit läuft ab. Ja, ich habe ein schönes Bild in meinem Denkbrief, genau an dem Moment hält der Tucker Carlson so seine Hand vors Herz. Also eine unglaubliche Symbolik da drin. Diese Ursymbolik haben wir aber Jahre vorher bei Q gesehen. Und das natürlich genau das Tucker Carlson Team, das war es natürlich, das so geschnitten hat, dass das in der 17. Sekunde passiert, also die 17. Ja? Und es gab viele andere 17er, die immer wieder aufgetaucht sind. Daran sieht man schon, ein Teil der ganzen Geschichte ist zumindest Teil eines Plans. Den Leuten soll was gezeigt werden. Spannenderweise, wenn man sich dieses Interview in der Version vom Kreml anschaut, das ist eine der wenigen Versionen ist, die man auf YouTube relativ schnell findet. Es ist auf YouTube zu sehen, das Video, aber man muss schon ganz schön suchen. Und das Erste, was kommt, ist die Version vom Kreml. Da sieht man,
das ist anders gezoomt. Da sieht man, dass der Putin irgendwas macht mit seinem Arm, aber man sieht nicht, dass er die Uhr ablegt. Das heißt, diese Botschaft war nicht für die Russen bestimmt. Diese Botschaft war für die westlichen Zuschauer bestimmt, ganz offensichtlich. Und da könnte man jetzt noch lange weiterreden. Auch der Alexander Soros, der Sohn von George Soros und auch sein designierter Nachfolger, hatte ja auch Anfang des Jahres eine interessante Mail, einen Tweet verfasst, wo er eigentlich nominell sagen wollte, hat er auch geschrieben, die Kriminalität und die Inflation ist sozusagen vorbei in den USA. Dann hat er ein Bild mit einer Scheibe, wo Durchschüsse sind, ja, und dann ist ein zweites Bild, wo eine Hand 6-Dollar-Scheine hält. Und interessanterweise gibt die Summe, und dann kommen natürlich die Aussagen, viele sagen, das ist der Hinweis, dass Trump erschossen werden soll. Warum? Also erstens die durchschossene Scheibe natürlich, dann aber die Summe der Dollarscheine gibt 47 Dollar. Der nächste Präsident wäre der 47. Und alles, was momentan wir sehen, spricht dafür, dass das Trump werden würde. Ich betone würde. Ja. Aber noch viel spannender ist, also die 17 kommt auch mal, es sind manche falsch rum, manche richtig rum. Die einen ergeben die 17 wieder. Aber ganz spannend ist, dass einer dieser Dollarscheine eben nicht die Aufschrift Federal Reserve, wie die Dollarscheine Bank, die Aufschrift haben, sondern da steht an der Stelle Silver Certificate, also Silberzertifikat. Und dazu muss man wissen, dass meiner Ansicht nach einer der Hauptgründe, warum Kennedy umgebracht wurde, der Grund war, dass er eine eigene Staatswährung in Form von Silberzertifikaten eingeführt hat, die auch sehr erfolgreich war. Und deswegen wurde er wahrscheinlich umgebracht und sein Nachfolger Johnson hat das ja auch sofort wieder zurückgenommen, weil damit hat sich die USA, der Staat, der Privatbank fett entzogen und das ging natürlich gar nicht. Aber das ist natürlich kein Zufall, dass auf diesem Bild, was Alexander Soros da gepostet hat, Silberzertifikat draufsteht. Das ist also sehr spannend. Also da kann man lange drüber reden, da wollen wir jetzt nicht weiter reingehen. Aber die Symbolik in vielen, vielen Aktionen, die momentan aber von ganz offiziellen Personen kommen, also von beiden Seiten. Man munkelt, dass der Alexander Soros nicht mehr der bösen Seite angehört, aber das ist eine andere Geschichte. Da fällt auf, also daran kann man ganz deutlich erkennen, es läuft hinter dem, was wir uns gezeigt wird, definitiv noch eine ganz andere Geschichte. Ja, das kann man relativ sicher sagen. Und ich bin mir relativ sicher, dass es auch selbst bei der dunklen Seite eine Fraktion gibt, die unbedingt diesen dritten Weltkrieg will. Und die haben ja immer wieder versucht, ihn letztes Jahr anzuleiern, dieses Jahr anzuleiern. Es gibt eine andere Fraktion, die das nicht will. Auch bei der dunklen Seite, ja, weil die verstehen auch, dass die Welt dann nicht mehr so schön ist irgendwie, nicht? Ja, wenn man, wobei die nukleare Variante war nie geplant. Es ging nur darum, Europa zu zerstören, konventionell. Na? Aber das wird nicht mehr passieren. Momentan deutet sich an, Russland hat in Syrien Truppen verschoben. Also ich denke, dass wir im Nahen Osten noch einiges sehen werden demnächst. Ja, die Ukraine ist fertig. Man wird im Nahen Osten das nochmal versuchen. Ne? Aber spannend ist auch, also es kommt irgendwas. Wahrscheinlich schon in den nächsten Wochen. Aber ob das jetzt, also es wird sicherlich irgendwas im Finanzbereich sein. Ist aber unklar, ob das im Finanzbereich, sagen wir mal, einfach wirklich im Finanzbereich ein Event ist oder ob es was anderes ist, was dann im Finanzbereich etwas auslöst. Ja, es gibt zum Beispiel mehrere Vorhersagen, dass irgendwann im Frühjahr der Silberpreis ziemlich hochschießen wird. Momentan ist er das noch nicht, aber die üblichen Währungen, die bei irgendwelchen Ereignissen hochgehen, sind natürlich zum Beispiel Gold. Wir haben jetzt neue Höchststände bei Gold gehabt in Dollar und Euro. Auch der Bitcoin explodiert gerade. Das könnten sehr gut Vorläufer sein, weil gewisse Leute wissen, dass was kommt. Ja. Ja, Die und das kaufen Interessante ist natürlich ja dann. auch, dass in Amerika ist es ja so, dass die Politiker ja also ihre Finanztransaktionen offenlegen müssen. Und die erfolgreichsten Insider-Politiker, ne, also das heißt diejenigen, die in irgendwelchen Aufsichtsräten sitzen oder die auch in irgendwelchen Gremien sitzen und halt an Informationen kommen,
woran die Allgemeinheit nicht kommt. Die haben ja jetzt einen Großteil ihrer Aktien verkauft, was und die haben sehr hohe Gewinne eingefahren vorher mit Aktien, ne? Das ist also auch interessant. Genau. Darunter gehören auch solche Leute wie Jeff Bezos oder Bill Gates, die alle Aktien verkauft haben, als gäbe es keinen Morgen in den letzten Monaten. Das ist sehr auffällig, ja. Das letzte Mal, als Bezos das gemacht hat, kam dann relativ schnell das große C. Ja, was er natürlich wusste. Und es ist auffällig. Also deswegen ist was, es wird aber aus der geistigen Welt erwartet, dass was kommt. Aber nicht der Totalzusammenbruch des Finanzsystems, das nicht. Aber irgendwas Großes, vermutlich im Bankenbereich. Es gibt ja schon erste Anzeichen, was das sein könnte, weil die Gewerbeimmobilienblase ist eigentlich weltweit geplatzt, in den USA aber ganz stark, was schon erste kleinere Banken in Schwierigkeiten bringt. Ja, das ist eine Möglichkeit. Aber es kann natürlich auch irgendein Ereignis passieren, was dann eben die Märkte massiv beeinflussen wird. Das ist zu erwarten, aber das wird dann sicherlich auch dazu führen, den Menschen hier zu zeigen, dass ihre normale Welt zu Ende ist. Ja, irgendwas wird kommen, wobei es immer wieder heißt, das hatte Egon auch erneut betont, also wir reden hier immer vom deutschsprachigen Raum erstmal primär. Ich denke, Teile von Europa wird das ähnlich sein. Was im Rest der Welt ist, ist eine andere Frage. Aber dass wir hier in unserem täglichen Leben jetzt keine ganz großen Einschnitte haben werden dieses Jahr. Ja, also das passiert dieses Jahr noch nicht. Lass uns doch noch mal ganz kurz auf den Nahen Osten und auf China eingehen, dass wir auch noch mal das Globale so ein bisschen abgedeckt haben. Wie ist denn da die Entwicklung aktuell? Ja, also China, sagen wir mal so, es hört man ja momentan wenig bis nichts. Aber um bei dem Thema Immobilienkrise zu bleiben, sind ja große Immobilienfinanzierer in China pleite gegangen. Ja. Das heißt, auch China hat erstmal ein Riesenthema in dem Bereich. Da wurden ja auch ganze Hochhausstädte aufgebaut, die leer geblieben sind. Ja, das wurde ja, als man da noch hinreisen konnte, auch durchaus beobachtet, nicht? Was man momentan sieht, und daran sieht man schon in China, also läuft einiges auch anders. Also es sind irgendwie, deutet sich an, dass es in China viel weniger Menschen gibt als früher. Das hat man an Videos gesehen, da kann man immer noch sagen, na ja, wenn mal einer da war, dass die Malls leer sind, dass auf der Straße nicht mehr viele sind in großen Städten. Da kann man immer noch sagen, das kann natürlich täuschen. Aber was definitiv auch so ist, dass in großen Städten teilweise 70% aller Gastronomiebetriebe zugemacht haben. Ja, jetzt ist es nicht ganz klar, warum, aber die Wahrscheinlichkeit, dass einfach die Leute nicht mehr da waren, um eben die am Leben zu halten, nicht? Was auch interessant ist, dass wohl es gibt nur noch ganz wenig Flüge von und nach China. Ja, das sind alles Dinge, die kann man schon nachprüfen. Und daran sieht man, also in China läuft auch irgendwas deutlich anders, als man das hier sieht. Und wie erklärst du dir das mit den weniger Menschen? Da kann man jetzt natürlich nur spekulieren. Also entweder ist dort auch durch das große C und die Maßnahmen danach viel mehr Menschen gestorben, als man das denkt. Also aus China kommt ja wenig raus einfach. Ja, dass dort diese Seuche vielleicht tatsächlich auch viel tödlicher war als hier. Oder dass man da anders nachgeholfen hat, ist aber nur eine Möglichkeit. Ja, also das ist, wie gesagt, reine Spekulation. Tatsache ist jedenfalls, dass so an Sekundäreffekten kann man ganz gut erkennen, dass in China irgendwas überhaupt nicht mehr rund läuft. Ja, und die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass es einfach viel weniger Menschen gibt. Ja, die können natürlich noch andere Erklärungen geben. Ja, dann wird natürlich auch das mit den Immobilienblasen immer klarer, weil wenn ich natürlich keine Menschen mehr habe, dann kann ich natürlich auch die Immobilien nicht füllen und nicht nutzen und dann werden die wertlos und dann werden die Kredite faul. Und genau das ist ja in China in den letzten Jahren passiert. Deswegen sind ja solche Evergrandes eben umgekippt, was aber auch natürlich mit einer großen Blase vorher zu tun hatte. Die haben halt auch gebaut, als gäbe es keinen Morgen. Das muss man auch mal sagen, am Bedarf vorbei. Das hatten wir ja hier auch. 2007 ist ja das auch erstmalig geplatzt, ganz stark in den USA, aber auch hier in Europa, wo Firmen in Spanien ganze Feriendörfer aufgebaut haben, in die nie jemand eingezogen ist.
Ja, und sowas ist natürlich dann irgendwann, führt das dazu, dass die Immobilienpreise zusammenbrechen und die Kredite faul werden und dann wird das Rad halt gedreht. Nicht? Genau. Und dieser Taiwan-Konflikt, wie ist da der aktuelle Stand? Ja, das ist eine spannende Frage. Also beide Seiten. Also ist ja genau der gewählt worden in Taiwan, der den Chinesen am unliebsamsten war. Waren ja Wahlen im Januar in Taiwan. Da müssen wir mal sehen. Also grundsätzlich deutet sich das an. Also die USA hat sehr, sehr viel Material auch nach Asien verlegt. Das ist interessant. Also deswegen in Europa machen die gar nicht. Das sind primär die europäischen Mächte, die bei den großen Manövern mitmachen. Weil die USA haben ziemlich viel. Die hatten ja erstmal im Nahen Osten einiges verlegt. Aber von da haben sie jetzt einiges, Flugzeugträger, Kampfgruppen und so weiter, in Richtung Asien verlegt. Da haben wir zwei Herde. Das ist eine, ist China und Taiwan. Ja, wobei ich momentan nicht glaube, was natürlich möglich ist, dass China wirklich angreifen wird, kurzfristig. Aber natürlich kann es da auch eine Eskalation geben. Und der andere Teil ist Korea. Also die beiden, nicht nur Nordkorea, auch Südkorea, da ist ja eigentlich auch schon, sind markige Worte und Aktionen, Truppenbewegungen in Richtung Grenze unterwegs. Und also das sind sicherlich auch noch Felder, die man aktivieren möchte vielleicht oder auch wird. Das werden wir sehen. Aber das, da ist momentan, also zumindest der Blick im asiatischen Bereich von hier zu schwierig, also was da wirklich intern vorgeht. Ja, ne? Deswegen, aber das Thema werden kann, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass dann zu einem gewissen Zeitpunkt X eine Reihe von Krisenpunkten gleichzeitig auf einmal explodieren werden. Nicht unbedingt in große Kriege, aber dass auf einmal, da wird mal ein Flugzeug abgeschossen und da passiert was, sodass manche Menschen dann auch wirklich denken, wir sind jetzt im Weltkrieg. Ja, aber das ist meiner Ansicht nach eine Schocktherapie. Wobei, wie gesagt, die Vorhersagen sind erstmal primär für unseren Raum hier, von den medialen Menschen, weil das sehen sie. Ja, was in anderen Teilen der Welt ist, es gibt einige, die durchaus da auch was erwarten, konfliktmäßig in Asien. Ja. Und bezüglich Nahe Osten? Wie ich sage, Nahe Osten, das wird noch unschöner werden. Also das kam auch, wie soll ich sagen, durchaus energetisch gesehen von Egon Fischer. Ja, da ist zu erwarten, dass Israel, aber das kam ja vor auch schon, das ist ja Israel nicht selbst. Das ist, da gibt es ja auch Leute, insbesondere in den USA, die da ganz stark in diesem Konflikt die Hände im Spiel haben. Natürlich nicht die, die man sieht, sondern die Leute hinten dran stehen. Die Israelis selbst sind ja gar nicht so glücklich mit ihrem Netanyahu. Da gibt es ja auch große Proteste. Vermutlich deutet sich an, dass der nächste, also was in Gaza passiert ist, ist eine humanitäre Katastrophe, Punkt, Ende, aus. Ja, es gibt ja auch welche, die Israel da extrem, sagen wir mal, die Stange halten. Aber natürlich gibt es da auch viele Terroristen, die haben sie sich ja selbst herbeigezüchtet durch die Art, die Zustände, die in Gaza über Jahre waren. Aber viele Israelis selbst sind damit auch nicht einverstanden, was in Gaza passiert. Das ist ja genau der Punkt. Es ist ja nicht so, dass Israel wie ein Mann hinter Netanyahu steht. Das ist überhaupt nicht so. Die Israelis verstehen schon ganz gut, was da passiert. Der nächste Schritt dürfte aber sein, also momentan Ägypten führt Truppen ran, weil natürlich der Plan von Israel war, aber da sieht man halt auch, wie toll die Solidarität in den arabischen Staaten ist. Die Leute aus Gaza sollen dann nach Ägypten rein. Ja, die Israelis wollen die da raus haben. Ägypten hat aber gesagt, nö. Ja, das ist aus ägyptischer Sicht vielleicht verständlich, aber natürlich aus humanitärer Sicht geht das gar nicht. Von wegen, weil das ja eben, wie gesagt, Glaubensbrüder sind. Ja, also da sieht man halt auch, da ist dann auch ganz schnell vorbei mit der Solidarität, wenn bestimmte Interessen angegriffen sind, auch bei den arabischen Staaten. Das haben ja immer auch die ganzen anderen großen arabischen Staaten bei den großen Kriegen, die haben keine Flucht. Also Jordanien ist eins, die haben viel aufgenommen aus Syrien und so weiter. Aber so die reichen Emirate und Saudi-Arabien und die haben alle schön gesagt, nee, wir nehmen hier keine. Die sind alle nach Europa, aber das war ja auch gezielt. Das ist ja auch was,
was in den USA ganz klar ist, dass die, aber auch hier in Europa, dass diese Flutung natürlich gezielt passiert und gesteuert wird. Ja, und da sind im Endeffekt beide Seiten der normalen Menschen Opfer. Natürlich die Leute, die da schon leben, die Einheimischen, aber eben auch die dahin gelotst werden, weil die werden mit falschen Versprechungen dahin gelotst, die sind Mittel zum Zweck und kriegen hier natürlich auch nicht annähernd das, was man ihnen versprochen hat, was sie gedacht haben. Das heißt, sie sind genauso Opfer wie die andere Seite auch. Es wird hier klassisch Teile und Herrsche. Man will dieses Konfliktpotenzial erzeugen. Und in den USA ist das noch viel härter. Da habe ich letztens offizielle Zahlen gesehen. Da ist ja die Südgrenze ein großes Thema, wo jetzt ja auch Texas gesagt hat, wir machen hier nicht mehr mit, plus 24 andere Staaten. Aber da ist unter Biden, hat sich ja teilweise die Anzahl der Menschen, die gezählt, also nicht die Illegalen, die man nicht gezählt hat, sondern die man zumindest gezählt hat, die Zahl hat sich verzehnfacht. Während also früher in vielen Jahren eigentlich so im Schnitt immer um die 400.000 pro Jahr in die USA eingewandert sind, über die mexikanische Grenze, gab es bei Biden, waren das so zwischen 3 und 4 Millionen pro Jahr, seit der Präsident ist. Wobei der Biden, damit wissen wir alles, eine Show. Aber unter dieser Präsidentschaft gab es da eine unglaubliche Flutung von Menschen, die natürlich aus Südamerika, aus ganz Südamerika, Mittelamerika dahin geschleust wurden. Das ist ja auch eine Riesenindustrie. Das ist genau dasselbe wie in Afrika, ja, die teilweise auch viel Geld bezahlen mussten, nicht, um dann in die gelobten USA zu kommen. Ne? Genau dasselbe wie hier. Es ist eine gesteuerte Massenmigration und das hat natürlich auch den Hintergrund, die Länder zu destabilisieren. Ja, nicht? Das wird demnächst vermutlich aufhören und es werden auch viele wieder gehen. Das ist die Vorhersage, die interessanterweise aus von diversen medialen Quellen immer wieder kommt. Ja, aber das passt natürlich. Es wird momentan also im Endeffekt läuft momentan ein Krieg. Der dritte Weltkrieg. Allerdings in einer völlig anderen Form, wie man ihn kennt. Aber er läuft gegen einen Großteil der Menschheit. Das haben wir seit 2020 gesehen. Das haben wir aber auch mit dieser Migrationsgeschichte gesehen, dass für beide Seiten nicht gut ist. Die werden nur alle genutzt, die normalen Menschen. Und wie das damals der, wie hieß er noch? Ach. Der gesagt hat, wir führen einen Krieg, die Reichen gegen die Armen und die Reichen werden ihn gewinnen. Warren Buffett, genau. Right? Allerdings werden sie ihn nicht gewinnen. Das ist mittlerweile klar. Da hat er sich geirrt. Ne? Aber sie versuchen natürlich noch alles. Right? Und das ist jetzt ganz offensichtlich das Jahr, wo das alles kumuliert. Ja? Aber es ist wohl noch nicht das Jahr, darüber werden wir ein eigenes Video machen. Aber ich habe ja auf Basis der chinesischen Astrologie mir auch einiges angeschaut. Deswegen aus Basis der chinesischen Astrologie ist es eher unwahrscheinlich, dass momentan China einen Krieg macht. Mhm. Weil es ist das Jahr des Drachen. Das passt nicht. Ja? Allerdings sind Jahre des Drachen. Und das ist spannend, weil ich hatte mir ja angeschaut, wird es auch demnächst ein E-Book von mir geben, wie bestimmte Tierjahre seit 1900, was die für Themen haben. Und was über ein Jahre des Drachen immer ganz groß war, Israel, PLO, Hamas, also da unten, Nahosten, da ist immer viel passiert. Und das passt wieder absolut zum Jahr des Drachen. Nicht? Aber in Asien eher nicht, aber das spannende Jahr wird dann 2025 werden. Und das passt auch zu den Vorhersagen, die Egon auch wieder sagt, Egon Fischer, aber auch andere. Dieses Jahr wird zwar viel passieren, das wird kein ruhiges Jahr, aber so die großen Sachen, dass zum Beispiel die EU zerbricht oder der Euro zerbricht oder sagen wir mal der Staat Deutschland zerbricht oder sowas, ja, das ist 24 noch nicht. Ja, ja, das, ja? Wird alles schon vorbereitet. Ne? Das wird aber 25 kommen, ja? Vermutlich. 25, 26 sind die Jahre und ganz ähnlich, deswegen sage ich immer, wir sind gerade im Jahr 1988. Im Westen, wie er in 88 wie im Osten war. Da ist im Hintergrund schon viel passiert. Die Leute sind unruhiger geworden. Das wird dieses Jahr auch passieren. Ja? Aber die Gebilde halten noch. Zumindest hier. In den USA mag das ein bisschen anders sein. Wir haben über Texas gesprochen. Interessanterweise kommt Anfang April
in den USA, also weltweit, einen neuen Film, Hollywood, ich glaube, was auf Netflix wieder ist, Civil War, Bürgerkrieg. Der ist natürlich im letzten Jahr schon abgedreht worden, also die Informationen mussten von mindestens letztes Jahr da gewesen sein und dieser Bürgerkrieg entsteht dort daraus, weil Texas und 19 weitere andere Staaten sich aus dem Bund lösen. Spannende Geschichte, oder? Ja, und oftmals war schon Hollywood oder auch Netflix und Konsorten ja schon extrem gut mit Hellsehern besetzt gewesen. Und von daher, also USA könnte dieses Jahr durchaus auch schon mehr passieren, insbesondere weil diese Wahl, da habe ich ja vorhin drauf hingewiesen, diese Wahl, wenn sie überhaupt noch stattfinden wird, ich habe momentan das Gefühl, sie wird nicht mehr stattfinden, weil gewisse Leute können es überhaupt nicht zulassen, dass Trump gewinnt. Ja, das wissen sie auch und das sagen sie auch offen. Ja. Aber selbst wenn diese Wahl stattfindet, wird meiner Ansicht nach das, was bei dieser Wahl oder kurz nach der Wahl oder kurz vor der Wahl passieren wird, dazu führen, dass in den USA wirklich die ersten ganz massiven Bruchlinien erscheinen werden. Also das hat Egon ja auch so gesagt, der erste Schritt zur Auflösung der USA wird noch dieses Jahr zu sehen sein. Ja. Das heißt, die wird unter Umständen wieder mal wie immer ein bisschen vorbrechen und dann später, war ich in 25, kommt dann Europa hinterher. Ja. Okay, alles klar. Ja, vielen Dank für die schnelle Abfolge von ganz, ganz vielen Fragen. Wir haben natürlich viele Sachen nicht besprochen. Also wie gesagt, man kann einen halben Tag reden momentan. Ja, bei dem, was alles im Moment so passiert, auf so vielen Ebenen. Aber wir haben auf jeden Fall, haben wir uns auf die Essenz konzentriert. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, gerne, dass du deine Einsichten mit uns geteilt hast. Ihr Lieben, teilt gerne diesen Beitrag auf allen Kanälen und manchmal werde ich gefragt, ob es auch ein Spendenkonto geben würde und ich sage einfach, wer gerne spenden möchte, kauft euch lieber Produkte von Regenbogenkreis, dann habt ihr nämlich noch was für eure eigene Gesundheit und schützt gleichzeitig Regenwald und unterstützt mich auch. Also von daher, das wäre einfach das Mittel der Wahl für mich. Genau. Und ja, danke für eure Unterstützung. Alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Danke, Peter. Liebe Grüße nach Deutschland. Ciao. Tschüss.